Meine Leute aus dem Büro haben schon mal für mich bestellt und heute sind sie nochmal dran. Aber wisst ihr, wer auch dran ist? Julian Bam, du verdammter, kleiner, dreckiger. Nee, ich mag eigentlich den übel gern und Revi hasse ich, weil dein Hunde. Ihr könnt trotzdem was noch klauen für mich und zwar Julian Bams Gaming-Kanal. Wenn ihr jetzt abonniert, dann kriege ich den ab 2 Millionen Abonnenten dieses Jahr direkt in meinem Besitz. Dann haben wir so eine Urkunde, die unterschrieben wird und wenn ich dann 100.000 Abonnenten auf dem YouTube-Gaming-Kanal kriege, dann habe ich einen Play-Button und diesen Play-Button werde ich Revi geben und dann Revi abstellen. Jetzt gebe ich das Mikrofon ab an drei wunderbare Leute, die mir jetzt was bestellen. Und zwar folgendes. Eine schlecht bewertete Sache, eine mittlere bewertete Sache und eine gut bewertete Sache. Ich muss rausfinden, wer das bestellt hat und was die schlechte, mittlere oder gute Sache ist. Los geht's. Viel Spaß beim Bestellprozess. Das Beste, was es momentan auf Void gibt, ist ein Churros-Restaurant. Wir haben hier kleine Churros, Medium-Churros, große Churros und extra große Churros. Luis, was denkst du, was soll ich nehmen? Extra große. Extra große. 14 Stück sind das, ne? Die haben Disco-Sprinkles. Oder eine Vanillesoße. Okay, ich hoffe, die sind so extra verpackt. Also, dass das nicht einfach so da drüber geklatscht wird, sondern dass man das so dippen kann. Also, ein Getränk gibt es hier leider nicht, was ich noch dazu bestellen könnte. Deswegen, das war's von meiner Seite. Und ihr seht jetzt den lieben Timo. Ja, hi, ich bin der Timo und ich bestelle jetzt bei dem schlecht bewertetsten Laden hier. Ich würde einfach mal mit einem klassischen Burrito, Chili con Carne drin, das passt. Easy, also wirklich ganz basic. Chipotle Cream noch dabei. Ja, und ich glaube, wir belassen es dabei. Zur Bestellung hinzufügen, easy. Moin. Ich bin der Luis, bin hier der bayerische Kameramann und ich bestelle natürlich auch was klassisch Bayerisches, also muss ja auch sein. Ich habe mir hier was rausgesucht und bei mir gibt es heute was ganz Leckeres, wie ihr seht. Es gibt die Wirtshaus-Klassiker und da bestelle ich einmal den Leberkäse und dazu gibt es natürlich auch eine Flasche Bier. Einen Schöffelhofer Hefeweizen gibt es. Ab in die Bestellung, dann bin ich mal gespannt, was der Freddy sagt. Stopp! HelloFresh-Time, ganz wichtig. HelloFresh unterstützt mich heute bei dem Video und wie immer könnt ihr mit dem Code FREEWAFFLE etwas sparen. Und zwar dieses Mal bis zu 90 Euro auf eure ersten 4 Boxen, die ihr bei HelloFresh bestellt. Und natürlich noch kostenlosen Versand der ersten Box. Und für die Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken auf die ersten 4 Boxen. HelloFresh kennt ihr ja vielleicht schon, aber vielleicht ein paar auch noch nicht. Die Mission ist relativ easy, einfache und bewusste Ernährung, ganz ohne Stress, selber machen zu Hause. Ihr könnt euch individuelle Boxen zusammenstellen, habt jede Woche die Wahl aus 34 wechselnden Gerichten und erhaltet frische Zutaten direkt von euch nach Hause. Ihr genießt das ganze Essen schnell, könnt ganz entspannt kochen, weil die Zutaten sind ja schon im Haus. Fantastico. Von Fleisch bis Gemüse, vegetarisch oder familienfreundlich, ist alles dabei. Also zuschlagen, auf den Link in der Beschreibung klicken und richtig absahnen. Denn es gibt ein flexibles Abo, was jederzeit anpassbar ist. Ihr könnt eure Lieferungen sogar pausieren oder auch ganz schnell das Abo kündigen, wenn ihr nicht mehr zufrieden seid. Ihr kriegt hochwertige Zutaten von zertifizierten und lokalen Erzeugern. Recycelbare Verpackungen und nachhaltige und klimaneutrale Lieferungen sind am Start. Also zuschlagen, Code Free Waffle genehmigen und supporten, euren Bauchi supporten. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Video. Aber guckt erst noch mal ganz kurz hier drauf. Das sieht ja wirklich fantastisch aus. Miam, 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 miam. Hab natürlich Bolo bestellt. 5 von 5. Hello Fresh. Weiter geht's mit dem Video. Ich habe die erste Sache hier. Das ist super wenig, dass die überhaupt dafür ausgerückt sind. Ich mache mal auf und dann schauen wir erstmal, was das ist. Hä? Was ist es? Es sieht aus wie ein Burrito, aber irgendwie auch ein bisschen wie Kotze. Ich nehme das jetzt mal hier raus, dann kann ich euch das auch zeigen auf Kamera. Das hier ist das erste Ding. Und das ist übersät mit Tomaten, roten Zwiebeln, bisschen Mais. Und dann haben wir dazu eine würzige Mayo. Ich probiere gerade in den Augen zu erkennen, wer vielleicht schmunzelt, weil ich irgendwie an so Schweinearschmuße irgendwie rieche oder so. Aber es ist alles noch normal, okay. Durchschneiden das Ganze, dann schauen wir mal, was hier drin mich erwartet. Oh, Fleisch, dankeschön, wer auch immer das getan hat. Dass ich hier nicht leiden muss heute. Obwohl, ich habe mich bedankt, bevor ich irgendwie die Scheiße hier probiere weiter zu essen. Happy Lebensmittelvergiftung. Okay, das würde ich dann sagen, ist das Schlechte. Es sind Bohnen, klar, rote Zwiebeln, okay, Tomaten, Mais. Dann haben wir hier oben noch irgendwas anderes. Nee, das Hackfleisch einfach nur in irgendeiner Soße. Nein, in einem Vollkorn-Wrap. Ist das denn was potenziell Schlechtes? Weiß ich nicht. Ich probiere jetzt mal. Ich finde es scheiße. Bin ich ehrlich, ich mag es jetzt nicht so sehr. Aber es ist natürlich nur ein persönliches Empfinden. Es liegt jetzt gar nicht daran, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber ich finde den Wrap sehr mehlig unten. Er ist auch so angetoastet, aber halt irgendwie bringt das dem nichts, weil Vollkorn schmeckt irgendwie immer kacke. Also ihr könnt mich jetzt wieder belehren, wie geil Vollkorn ist. So Brot ist was anderes als ein Wrap. Vollkornnudeln ist auch was anderes als ein fucking Vollkornbrot. Es sind Welten, die dazwischen liegen. Ist jetzt nicht so meins, finde ich sehr trocken, finde ich sehr staubig. Innen drin schmeckt eigentlich wie so eine Matschepampe, also nicht sehr ergiebig. Ich guck mal, was das hier ist.
Chipotle-Soße. Gericht Nummer uno. Mir persönlich gefällt es nicht. In meiner Bewertungswelt wäre das hier so eine 2 gerade, weil ich finde es nicht so super lecker. Ich mache mal kurz weiter mit dem zweiten. Tüte Nummer 2 und noch Inhalt davon, das finde ich natürlich schon toll. Ein Weizen Naturtrüb mit, das sieht aus, als wäre da irgendwie noch so Orange dabei, ne? Was für ein unfassbar helles Flaschendesign. Wir haben nicht mal ein Weizenglas. Pika Pika. Nintendo schickt uns immer liebe Sachen. Ich glaube, das hört hier nach dann auch auf jetzt. Probier erstmal das Schäferhofer, weil das ist das Wichtigste aus dieser Verpackung. Boah, das schmeckt genau wie ein Weizen. Dein Weizen-Go-To? Paulaner. Paulaner? Was ist das denn? Warum hat denn hier einer auf meinen Krautsalat gewichst? Das ist ja super ekelhaft. Warum? Und warum ist eine Karotte angebrannt? Die hat einen verbrannten Rand und da hat jemand auf meinen Krautsalat masturbiert. Habt ihr auf den Krautsalat masturbiert? Ihr habt nicht auf den Krautsalat masturbiert, oder? Guck nicht mich an. Sorry. Sorry, ja. Ich tue mal kurz das Ejakulat mal ein bisschen zur Seite. Dann teste mal den Krautsalat. Der sieht sehr fein aus, wie fast selbst gemacht. Ich hab nicht auf den drauf gewichst, oder? Klebbeerkrautsalat, finde ich ganz gut. So, schauen wir mal hier rein. Das riecht sehr deftig. Diese Pappdinger, verpackt mit Alufolie noch, dass schon die Packung angefangen hat zu schwitzen, ey. Oh. Erst war ich glücklich, dann habe ich den Rest davon gesehen. Leberkäse mit Spiegelei und Bratkartoffeln. Ganz wild und auch ganz schön verbrannt, Alter. Junge. Oh Gott, dieses Ei klebt schon. Der ist angebraten, ne? Also schrecklich ist es nicht. Der Rand ein bisschen dunkel, aber per se was ich auch gerne esse, muss ich sagen. Also das ist ja nichts anderes als so Leona, sagt man bei uns, auf den Grill geschmissen, in ein bisschen größer. Deswegen habe ich meine Peak Male Human Form erreicht. Damals immer Mittagessen in der Uni gewesen für 3 Jahre. Kampfkoloss. Leberkäse-Koloss. Gar nicht mal so saftig. So eine Kartoffel. Ich schätze mal, sollen Bratkartoffeln sein. Ist aber hier so ein Viertel einfach drin. Riesenmesser. Damit ich Leuten mein cooles Messer zeigen kann. Warte, ich kann auch noch cooler werden. Mini-Ball. Ein bisschen vom Ei. Das ist ja durchschnittlich alles. Vielleicht würde ich das auch am ehesten in die Mitte einordnen, bin ich ehrlich. Hier bei den Allmanns und Köln ist halt auch nun mal so eine Stadt mit so Brauhäusern und so. Ich glaube halt, dass so ein mittelmäßiges Brauhausessen auch immer mittelmäßig ist im Bestellen, weil das ist so basic. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schlecht bewertet ist, auch wenn jemand auf den Krautsalat masturbiert. Der Leberkäse ist echt nicht so super saftig. Der ist natürlich auch gegrillt, aber ein bisschen zu lange, vielleicht warm gehalten. Das ist so ein bisschen wie dieser Raststätten-Leberkäse, den es dann in Süddeutschland gibt, der so 2 Tage in dieser Wurstbox schwitzt, wie so diese Tankstellenwürstchen. Er ist voll. Feucht außen, aber nicht feucht innen. Nicht den Satz so rausschneiden, ihr Penner. Von meinem persönlichen Bewertungsthema muss ich sagen, geschmacklich und alles drumherum ist eine 2,5, ist genau Mittelmaß. 0 ist bei uns auch ganz scheiße, deswegen 2,5 bei uns die Mitte. Letzte Bestellung. Ach, das hat so gerochen. Ich dachte, Pfannkuchen gibt's. Das sind Churros. Oh, Frankie, steht sogar drauf. Supi. Zack und zack ist hier noch drin. Auch noch ganz schön viele Servietten und so Gabeln, wenn man das möchte. Und was habt ihr da mitgeliefert bekommen? Hier vom Brauhaus, die Extra-Tube. Vanillepudding und kleine Sprinkles. Das finde ich irgendwie blöd. Churros, Frankies, kenne ich. Weiß ich auch, wo der ist. Ich weiß aber nicht, ob es mehrere gibt, sondern nur einen. Jetzt dachte ich immer, Churros isst man mit Nutella. Weil wenn es Nutella gewesen wäre, bei was Süßem, dann hätte ich Annika ausgeschlossen. Aber es ist kein Nutella dabei. Das macht es natürlich komplex. So, schauen wir mal. Das ist wirklich sehr lecker. Ich würde die weiße Soße jetzt nicht darüber gießen, über die langen Stangen. Grüße gehen raus, Padun. Ich sag geschmacklich schon eine 4 von 5 geben. Das finde ich sehr lecker. Das macht viel Freude. Wenn die warm werden, sicherlich 5 von 5. Dann ist geil. Finde ich aber viel zu große Portionen. Würde ich in meinem Leben nicht essen können. Vanillepudding auch sehr lecker. Oder diese Vanillesoße. Wisst ihr noch, welche Bewertungen ihr hattet auch dabei? Okay, dann kriege ich ja heute das erste Mal auch direkt Live-Feedback. Ich fand das am schlechtesten. Das fand ich mittelmäßig und das fand ich ganz gut. Jetzt müssen wir halt mal überlegen. Was Schlechtes von Volt ist ja meistens so in dem Bereich, also wenn es übel schlecht ist, 6. Aber ich glaube, da seid ihr nicht hingegangen. Deswegen glaube ich, ihr seid irgendwo in dem 7er Bereich. Das macht jetzt aber auch nicht so den besten Eindruck. Was ich schon mal sicher sagen kann, ich glaube, Frankies ist so ein Kölner Original. Das würde ich jetzt auch mal mir den unfairen Vorteil erarbeiten, dass er seinen Scheiß gebrandet hat und einfach sagen, das hier ist auf jeden Fall erstmal das Bestbewertetste und bestellt hat das Annika. Das logge ich so ein. Da bin ich mir verhältnisweise sicher. Der Crossover könnte natürlich hier auch sein, dass der Bayer die Landmannskost sich reingescheppert hat und Timo dann den komischen Burrito. Ich glaube, das würde ich auch so einloggen. Ich sage, der Leberkäse ist von
von Bayern. Das ist so euer Humor, so dass das dann so ein Ding ist, genau, ja, ja. Und das hier ist von Timo, der Burrito. Okay, jetzt überlege ich, ob ich die beiden tausche, ob das nicht das Schlechteste ist und das in der Mitte. Das war halt auch nicht so lecker. Ich glaube, ich lasse es auch so, wie ich es selber am leckersten fand und gehe jetzt rein. Ich sage hier 6,8. Ich sage hier 7,5 und hier sage ich 9. Ich sage einfach glatt 9. Das wäre jetzt das, was ich eingeloggt habe. Wer hat das hier bestellt? Timo. Timo. Ah, wirklich? Okay, das habe ich richtig. Wer hat das hier bestellt? Wer wohl? Ah, wirklich? Ich sag ja, das ist der Humor. Ich lache. Aha. Und das hier warst du? Da war zu auffällig, dass ich keine Schokolade bestelle. Ja, weil ich dachte, bei Schokolade hätte ich safe gesagt, auf gar keinen Fall du. Aber sonst isst du ganz gerne süß. Deswegen, also inzwischen. Damals warst du auch nicht so süßlastig auf jeden Fall. Ich verändere. Was war das hier für eine Bewertung? Ich habe gegeben 6,9, glaube ich. Oder ja, 6,9. Die Bewertung war 6,2. Ja? 2. Ah, oh, so weit daneben. Aber ist es auch das Schlechteste? Ja. Dann bin ich mir hier sehr sicher, dass ich das auch richtig angeordnet haben muss. Der Bayer? 8,0. Okay, zum Glück habe ich auf 7,5 aufgerundet, auch nur 0,5 daneben. Ich sag's euch, ich erkenne es inzwischen. Hier habe ich gesagt 9 und hier waren wir bei? 9,6. Überall 0,5 daneben, aber irgendwie immer noch ganz gut. Leute rausgefunden, die es bestellt haben und nah dran gewesen. Man könnte mir unterstellen, es war getürkt, aber ist es nicht gewesen. Und falls ihr das glaubt, alle umbringe! Ich würde sagen, vielleicht bitte ich jetzt noch alle einmal kurz nach vorne und dann könnt ihr mal alle eure eigenen Sachen kurz probieren. Ich glaube, das macht Sinn, ne? Kommt mal rum. Fleisch. Kommt mal rum. Ach ja, stimmt, du isst ja kein Fleisch. Da isst du halt Kartoffeln. Tja. Ich esse eine Kartoffel. Kannst du die Disco-Sprinkles nicht super? Disco-Sprinkles. Hast bestimmt 2 Euro für bezahlt, ne? Da haben wir ganze Schubladen voll. Was sagst du? Mhm. Nee. Ich finde die Kartoffeln in Ordnung. Ja. Aber das Ei, also ist so. Leberkäse esse ich eh nicht, aber das Ei, nee. Nee, muss nicht sein, ne? Muss nicht sein. Den Salat probiere ich gar nicht erst. Warum? Da ist ein Gruß aus der Küche dabei. Das war eine neu aufgelebte Version davon. Wenn ihr es nochmal sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonnieren nicht vergessen und Merch nicht vergessen für den Julian Bam Kanal, weil der wird dann leiden. Tschüss! Ciao! Falsche Zeit. Das wird definitiv mit reingeschnitten. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.